In Seville zeichnet der Brite John Paul Davidson die Lebensgeschichte des Weltklasse-Golfers Severiano Ballesteros nach. Seville, wie der Spanier genannt wurde, gewann 91 Turniere weltweit, darunter 2 Siege beim US Masters und 3 Erfolge bei den British Open. Er starb 2011 im Alter von 54 Jahren an Hirnkrebs. Der Film legt den Schwerpunkt auf die frühen Jahre des bis heute von Fans und Kollegen verehrten Golfers. Wir wollten seine Psychologie verstehen und blickten dafür auf seine Jugend zurück, auf die entscheidenden Jahre. Er sollte seinen Geburtsort nie verlassen. Auch nach all den Erfolgen blieb er Pedreña treu. Das fand ich wunderbar. Ballesteros wuchs in einfachen Verhältnissen auf, in der Nähe eines Golfclubs. Mit 7 Jahren begann er Golf zu spielen. Anfangs hatte er nur einen Schläger, ein gekürztes Eisen 3, mit dem er sich alle erdenklichen Schläge selbst beibrachte, bis ein außerordentliches Talent entdeckt wurde. José Luis Gutiérrez spielt den Jungs Seve, er ist selbst Golfer. Er war ein einzigartiger Spieler, der unglaublich hart trainierte und nie aufgab. Es fiel mir nicht schwer, ihn zu spielen, denn er ist seit jeher mein Vorbild, zu dem ich aufblicke. Unvergessen ist das Jahr 1997, in dem Ballesteros als Ryder Cup-Kapitän das Europateam in seinem Heimatland zum Sieg über die USA führte. Seve, der Film, kommt nun in die britischen Kinos.